Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 4. Und dieses Mal hoffe ich zum einen, dass ich das mit den... Ist bescheuert? Dass ich das mit den Lags ein bisschen reduzieren konnte. Hoffe ich zumindest. Zum anderen möchte ich noch diesen Schandfleck, der sich da mitten in der Map auftut, beseitigen. Ich weiß gar nicht, warum wir den... Weil wir sind immer schön außenrum gefahren, ne? Wir sind da immer schön außenrum gefahren. Hoppala. Und ihr werdet nicht glauben, was ich gestern gesehen habe. Einer von uns ist auf einem Elefanten in die Schlacht geritten und hat ein paar Soldaten von der Royal Army platt gemacht. Krass. Okay. 180 Meter, so langsam aber sicher. Also, wie ich gelesen habe, dürfte, glaube ich, ein Alarm aktiv sein bei denen. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Dennoch sollten wir irgendwie gucken, dass wir erstmal einen Punkt finden, von dem wir ich kann nicht zoomen. Die Verstärkung ist so gut wie da. Ach Scheiße. Der Pfad steht hier zur Seite. Ich wollte natürlich nicht die Verstärkung rufen. Aber gut, hat sich jetzt so ergeben. So, dann Kollege, ballert hier rum. Ich baller hier oben rum. Ja, komm. Jetzt haben wir hier wieder so ein Plakat, was mich abreißen kann. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert, auch wenn ich definitiv den Typ nicht holen wollte, aber ich konnte nicht zoomen. Und dann vielleicht backt das Rädchen rum, aber... Nee. Na? Ihr hört es. Also es kommt definitiv der Sound, dass ich am Zoomen bin. Alter, gibt's hier eine Karre? Ja. Aber er zoomt nicht. Na komm. So, können wir hier irgendwie einparken? Ja, komm schon. Herzlichen Dank auch. Okay, hier kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Halten zum Einsammeln. Mohan Gales Tagebuch. Oh, sie sind unter 400.000. Aber gut, wir haben uns ja auch die Sniper gekauft. Wir haben uns ja auch die Sniper gekauft. Müsste irgendwo eine Box sein. Die kann natürlich auch oben oder so sein. Auf jeden Fall ist eine mal hier.
andere ist vielleicht dort oben. Komme ich nicht hoch. Hier komme ich aber hoch. Hier komme ich nicht rein. Oh, wow. So, wie komme ich dann hier hoch? Hier vielleicht mit der Leiter? Nee. Hier? Ja, wie komme ich denn hier hoch? Nur von außen? Wie komme ich denn auf dieses verkackte Haus hoch? Ich meine, hier ist klar, ne? Hier komme ich hoch. Komme aber hier nicht rein. Das heißt ja, ich müsste hier hoch. Und von hier aus dann hier rein. Ja, easy. So, nochmal 4000 abgegriffen. Da ist noch irgendwo so ein Plakat. So, machen wir die Hackfresse hier weg. Und dann gucken wir doch mal, was wir denn als nächstes tun können. Ich glaube, soweit sind alle zufrieden, ne? Also, Außenposten gibt es hier jetzt nichts mehr. Die Frage ist aktuell, wo befindet sich denn diese Arena? Das, wenn ich wüsste, ne? Haus der Gels? Hier unten? Hier unten vielleicht? Wir werden es herausfinden. Hätte mich schon Bock, hier die andere Waffe auch abzustauben. Das sieht mir aber nicht nach Arena aus. Vielleicht ja hier. Ich weiß es wirklich nicht. Aber, wie gesagt, wir... Ich dachte, du kommst nicht zurück. Ja. Wir finden das schon irgendwie. Achso, nee, das ist die andere Festung, die wir mal eingenommen haben. Ansonsten hätten wir noch das Gale-Haus. Das ist der Flughafen. Hier hätten wir Shannat. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Auf jeden Fall habe ich hier ein Arena-Symbol. Da könnten wir doch versuchen, einen Rang nochmal aufzusteigen hier. Grüß dich, Kumpel. Herausforderungen oder Kämpfe? Oder endlos? Oder Herausforderungen? Wir sind Rang 1. Bringt das alles was? Ich mach mal Herausforderungen. Beende die Schlacht mit der ausgerüsteten Waffe und erreiche mindestens 3 Sterne, um die Herausforderung zu gewinnen. Wir versuchen es einfach mal. Ich meine, wir müssen bis Rang 10 aufsteigen. Wettet viel und wettet hoch. Bereitet euch auf den Anblick eines blutigen Schlachtfelds vor. Geht's denn raus?
Hier oben. So, die Frage ist, ob ich hier stehen bleiben kann. Als hätte ihm die Eröffnungsrunde keine Probleme bereitet. Lasst uns die Spiele fortsetzen. Die Frage ist natürlich. Wer wirft denn hier was runter? Oh, Kacke. Das ist natürlich alles andere als gut. Ich glaube, hier sollte doch rausgehen. Ich habe natürlich nichts zum Heilen, ne? So, okay. Sieht schon mal gut aus. Zumindest okay. Gut, würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich hätte gerne. Alter, bist bescheuert. Ich habe keine Munition mehr. Verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Das ist ja so ein bisschen problematisch, ne? Ja, wie lange er rennt? Ah, hier ist Munition. Ansonsten gibt es hier keine Munition, oder wie? Scheiße, der Tiger. Ja, es ist halt jetzt das fucking Problem. Ich habe keinen Schuss mehr. Scheiße. Ja. Scheiße, das ist halt ein Dicker, ne? Wow, das ist ein Nashorn, alter Vater. Ich versuche hier gerade im Moment nichts zu machen. Ich weiß, es ist ein bisschen. Mädchenhaft, aber ich hoffe, das Nashorn kommt hier nicht rum. Ne, rennt erstmal unten rum. Das Mensch könnte jeden Moment vorbei sein. Oh, ich mach mir schon ein Töpfchen. Scheiß die Wand an. Oh yeah. Alter Schwede. Wow.
Das hat ja nichts gebracht, ne? Irgendwie nicht. Endlos oder Kämpfe? Was ist Kämpfe? Ich mache einfach mal das. Komm, das hängt man noch mit dran. Das machen wir einfach nochmal. All das findet ihr in der Arena. Nur noch einen Augenblick, bis das Blutbad beginnt. Platziert eure Wetten. Und lasst das Gemetzel beginnen. So, ich lasse hier erstmal... Ich will natürlich auch Punkte abgreifen. So, hier einmal kurz bisschen heilen. Alter. Das war noch nie so meins, ne? Wie mit dieser Magnum. Scheiße. Das hat mich schon immer bei Battlefield 3 in diesem... Bist du bescheuert? Ja, ich bin tot. Oh Gott. Jetzt, Alter, schießt doch nicht die ganze Zeit auf mich, aber ich glaube, die gehören zusammen, ne? Alter. Wow, das überlebt, ey. Das war die erste Welle. Ups. Okay, ich muss hier ein bisschen mehr auf den Boden achten, sehe ich gerade. Lila zeigt mir... Die Kämpfe sind viel spannender, wenn man Geld gesetzt hat. Platziert euer Wetten. Nochmal. Lila zeigt mir an, wo... Also so lila Rauch zeigt an, wo eventuell Munition, also wo Munition liegt. Hier der blaue zeigt mir irgendwas an. Und grün zeigt an, was ist denn der Typ hier unten? Und grün zeigt mir an, hier liegt doch... Medizin. Letzte Runde, alle gegen einen. Alle gegen einen, scheiße. Wer Ideen für einen Kampf hat, kann sie bei Abgabe des Wettscheins vorschlagen. Ah,
Okay, hier geht's auf jeden Fall mal ab. Und da ist der Sieg. Jungs, da war die letzte Runde einfacher als der ganze Rest davor. Oh, ordentlich Punkte. Ja, es geht so mit den Rängen. Ich denke, ja. Ich denke, ich werde da einfach mal eine Aufnahme machen. Rang 3 sind wir jetzt aktuell bis 10. Und das dann aber zusammenschneiden. Also nicht am Stück, sondern einfach mal so Best-of-Arena-Matches oder so zusammenschneiden, damit wir dann was haben. Naja, ihr könnt da in die Kommentare schreiben, was man sonst noch zusammenschneiden kann. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.